Also ich fühle mich ja sichtlich hart verarscht. Ich glaube, der Shader-Mod hat alle anderen Mods gerade zunichte gemacht, die wir hatten. Denn so wird das gemacht hier. So soll das gemacht werden. Mod-Options. Optionen. Shader. Ich glaube, der Shader hat all unsere Mods kaputt gemacht. Es waren jetzt zwar nicht so viele. Aber das würde so einiges erklären. Gut, dann haben wir halt kein Backpack. Hallo? Ah. Schade eigentlich. Aber lieber habe ich den Shader-Mod als den Backpack-Mod. So. Dann gehen wir mal hoch aufs Weizenfeld und ernten das Weizenfeld ab. Wir sind doch bald wieder Level 30, das können wir auch ausnutzen. Das müssen wir auch irgendwann mal fertig machen. Aber wir brauchen noch die Bacon dafür. Okay, jetzt komme ich hier unten durch, stimmt der. Moment, ich wollte vorher noch die Bäume hier hochzüchten. Die beiden haben funktioniert. Funktioniere du bitte auch. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Okay, klasse, hat alles funktioniert. Gut, der hätte vielleicht jetzt ein... Egal, passt schon. Ja, passt schon. So, dann haben wir einfach nochmal ein bisschen hier gezuppeln. Da. Kein Großgras. Ja, dann rufe ich einfach mal hier das ganze Gras ab. Den ganzen Weizen. Wir brauchen auch vielleicht mal ein paar Seerosen irgendwann mal wieder. Ich kann immer noch welche haben für solche Dinger hier, damit wir hier mal drüber laufen können. Ohne jedes Mal Gefahr zu laufen, da rein zu klatschen. Und die ganzen Weizen fallen da auch nicht ins Wasser rein. Ich mag Seerosen ja sehr. Ich finde es cool, wenn man die irgendwann züchten könnte. Wäre ich voll dafür. Das Feld sieht aber auch geil aus, ey. Ich kann echt nichts dazu sagen. Das ist... Ich werde mich nie wieder von dieser Mod trennen, ich werde sie heiraten. Oh, nein. Die ganz kaputt gemacht. Und wie viel Gravier ich ja noch brauche. Hier muss überall noch Krebel hin. So, haben wir hier noch was? Anscheinend nicht. Wo pack ich denn die Kiste am dümmsten hin? Ich würde sagen hierher. Da werden wir dann später... Da werden wir dann später Werkzeuge reintun. Falls ich wieder irgendwo rumspringe. Okay. Eine Scherbe brauche ich eh nicht mehr. Ja gut, dann tun wir alles wieder anpflanzen. La 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 la. Da sehen meine müden Augen doch noch Zeug. Habe ich denn eventuell genug? Ich sollte eigentlich genug Material haben, um mir schnell mal... Stein ist nicht drin, ist aber auch egal.
nehme ich halt Holz. So, komm her. So, und da haben wir es repariert. Wir haben uns zwei Dinger gemacht. Kann man immer benutzen, wenn hier irgendwas kaputt geht. Hauptsache, ich vergesse es nicht wieder reinzulegen. Jo. Mit dem Schatten, das ist mega geil. Es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und ich werde mich freuen auf die nächsten 1000 Folgen, die wir aufnehmen mit diesem Shader. So. Ich hatte ja auch überlegt, das kann ich ja mal sagen, da ich die Idee verworfen habe, ob ich vielleicht für euch eine Special Woche mache, wo ich pro Tag mal 3 Folgen Minecraft rauskloppe, einfach um die verlorenen Minecraft Folgen mal wieder rauszuholen, reinzuholen meine ich. Habe ich mir gedacht, es ist zwar eine lustige Idee, an sich kann man das sicher machen, aber die Community ist mir dazu echt zu klein. Es kommt mir jetzt ich hätte gerne die Folgen reingeholt, um auch bei die 700 zu erreichen und sozusagen, also man muss, freut sich ja schon so ein bisschen auf die Folgenanzahl, aber es, ich sag mal, ich finde es auch sinnlos, wenn ich mir da jetzt, sagen wir mal, statt 7 Folgen, 20 Folgen in der Woche rausleier, dann im Endeffekt gucken sich das 5 Leute an. Warum sollte ich das tun? Das ist jetzt nicht unbedingt so notwendig. Da machen wir lieber gechillt weiter und erreichen halt einen Monat später unsere 700. Folge oder so. Interessiert da auch niemanden. So. Das war so viel, war nur so ein kleines Hirngespinst, was ich hatte, habe ich dann aber gleich wieder verworfen. Jo, meine Lieben. Hami Hami. Kühi Kühi Zeugi. Baby Baby Machi. Wer macht brav Babys? Ihr macht brav Babys. So, ein paar Level aufsammeln wieder, damit wir Level 30 noch erreichen. So. Feld ist abgeerntet, die haben alle. Dann vermehren wir noch unsere Schafe unten. So. Absteigen. Das war jetzt gemein, ich habe das dritte jetzt auch liebend gemacht. So, hier du. Und du und du. Ach, siehst du, haben wir sogar 4, das ist praktisch. Okay, haben wir auch 4. Und hier haben wir eine ganze Ecke. Schafe, so. Die haben sich fortgepflanzt. Ihr müsst noch mal. Und ihr müsst noch mal. Super. Dann mache ich mir jetzt einfach diesmal ein paar Brote, sobald ich eine Kiste finde. Hab ich noch keine Kiste aufgebaut. In meiner ganzen Welt stehen 5 Trilliarden Workbenches, aber hier steht keine. So. Jetzt haben wir auch schon ein paar mehr Brote. Und nicht diese ganzen Weizendinger. Weil Brot ist wichtig. So. Heuballen, Heuballen, Heuballen. Und eine ganze Menge Samen. Keine Ahnung, wo ich jetzt
hinflacken soll. So. Hab nächstes Tier. Und die Heuballen kommen rüber. Also ich werde mit den Heuballen würde ich wahrscheinlich noch ein Haus basteln. Als Strohdach. Frage ist natürlich, wie sieht das aus? Ich rupp mir jetzt hier mal ein Loch rein. Nenü, jetzt. Frage ist natürlich, wie sieht das aus? Kann man das denn machen? Und solange plötzlich ist einfach weiter hier. So. Jetzt müssen wir. Jetzt ich. Also wir machen jetzt weiter an dem. In dem Tunnel unten. Damit wir den mal fertig bekommen. Ich frage mich, wie die ganzen Viecher hier reinkommen und was die genau hier drin wollen, aber. Okay. Wichtig ist jetzt die Frage zu klären, wie genau mache ich das? Ich bin wahrscheinlich die Koordinaten notieren müssen. Huch. Nichts Spannendes drin. Gute Nacht. Schon wieder morgen. Ich lasse mal die Ofenkartoffeln hier und die Setzlinge und das brauche ich jetzt auch nicht mehr und das 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 nehme ich mit. Auch das nehme ich mit. Das nehme ich auch noch mit. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. So. Huch. So. Dann schauen wir mal in Richtung gelobtes Land. Wir sollten ja jetzt hier ungefähr so über den Tunnel drüber laufen. Das Eis sieht cool aus. So. Das ist wahrscheinlich die Schlucht, in der wir waren. Also sind wir ungefähr bis hierher vorgedrungen. Da haben wir ja noch eine ganze Ecke zu buddeln, meine lieben Freunde. Eine ganze Ecke. Sollte das denn wirklich diese Schlucht sein? Und stimmt, hier hatte ich ja mit Fackeln ja den Weg markiert. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber ich hab's getan. So, du. So, oh, gleißendes, strahlendes Licht habe ich hier. Ich nehme gleich mal diesen Sandkoloss hier mit. Denn wir müssen uns ja noch Glas machen von unten. Dann nehme ich einfach komplett dieses Sandgestüm hier mit. Lal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 
Dann stapeln wir uns einfach mal direkt rein. In die Taschen. 64, also 130 Tonnen Sand oder Zentner Sand einfach in unsere Hosentaschen. Die Blöcke liegen auch übelst geil da. Ja. Also ich würde aber mal sagen, wir machen... den Ausgang einfach mal direkt hier. Sag mal, wir machen den Ausgang direkt hier. Das ist die Koordinate 144 und 62. Stift habe ich. Moment. Die Folgen werden übrigens wahrscheinlich in nächster Zeit sehr lang werden, das muss ich sagen, denn... So, Mike. Ich nehme gerade viel auf, weil ich gerade mega Bock auf Minecraft habe. Nehme ich gerade viel auf. Ich habe momentan ja auch das Special... Ach, guck mal, habe ich den Sand ab... Das ist die Stelle, wo ich den Sand so in massiv abgetragen habe. Ich habe momentan ja auch das Dragon's Prophet Special. Ich habe überlegt, ob ich ab und zu noch League of Legends raushaue. Ich habe überlegt, ob ich Magic Mine wieder anfange. Es gibt so Probleme mit beiden. Also League of Legends wird erstmal komplett ausgesagt. Haben wir ja beendet. Ich denke, für viele von euch gab es auch gar keine Frage. Wir haben 102 Folgen gemacht. Das war für ganz okay. War ganz cool. Ich habe jetzt von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Let's Play geht. Wird sicher irgendwann enden abrupt. War der Fall, wie ich es mir schon gedacht habe bei mir. Ja. Irgendwann wird es vielleicht mal fortgesetzt. Ich weiß es nicht genau. Momentan ist es Dragon's Prophet, weil ich mit Wolke mal wieder was aufnehmen wollte. So viel dazu. Und was Magic Mine angeht, wenn, dann wahrscheinlich nach Dragon's Prophet. Vielleicht auch als Wochenende, ich weiß es nicht. Da muss man mal schauen, vielleicht mache ich auch mal wieder zwei Minecraft gleichzeitig und mache nur noch ein anderes Let's Play nebenbei. Das muss man dann einfach sehen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen und das werde ich jetzt auch noch nicht sagen und... Die Magic Miner werden das schon ausfinden, wenn es ja losgeht. So, auf nach hinten. Hier hören sie die letzten Streckenstücke auf. Okay, das wird echt die ganze Ecke. Ich buddel mich jetzt einfach mal nur durch. Gut, wir sind schon recht weit gekommen. Das freut mich jetzt gerade ein bisschen. Oh, wir sind schon echt weit gekommen. Oh. Okay. Wie weit sind wir denn gekommen? Haben wir es vielleicht sogar... Wir haben es, glaube ich, sogar schon geschafft. 104... Oho, wie weit habe ich denn gegraben, Alter? Lol. Stopp, hier ist es. Keine Ahnung, wie weit ich da gegraben habe. Da können wir vielleicht auch mal weiter buddeln. Jetzt muss ich in... diese Richtung, genau. Jetzt muss ich einfach hier lang. Und zwar 62. Dann hat man das Ding einfach hier an der Stelle... weitergehen. So. Ich lasse es mal noch an, weil ich jetzt mich ganz kurz mal durchbuddel hier. Habe ich Fackeln dabei? Nein, habe ich natürlich nicht, aber
Ich habe Stöcke und ich habe Kohle. Er gibt Fackeln. Ich weiß noch, früher hat man sich gefreut, wenn man Fackeln gemacht hat. Oh, die Anfangszeiten. Und ich muss auch gleich mal aufhören. Wisst ihr was, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause, dann nehme ich gleich weiter auf. Ich muss erstmal was essen, sonst übergebe ich mich hier vor dem Fernseher. Ich habe ja noch nichts gegessen. Gut, es ist auch erst gerade mal um 11, aber... Naja, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.